Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freitag, gleich 7:30. Und ich fange jetzt erst an mit dem Video. Ja, weil wir überraschend, ich sag mal, ungeplant, ich wollte schon irgendwie wenigstens dann kurz hier ins Dorf zum Laden, ne, ein paar Kleinigkeiten holen. Aber Dirk meinte dann, willst du mit mir irgendwo hin? Wenn du schon so fragst, dann ja. Ich wollte eigentlich wenig spätestens Montag zum russischen Laden. Meinte, na gut, dann komm. Der hat noch schnell Rasen draußen gemäht. Das war nach dem Physio noch Vormittag. Ich habe hier gefrühstückt, weil ich vorher nichts gegessen habe. Und dann sind wir losgefahren. Wir waren im russischen Laden. Dann hatte Schatz einen Gutschein. 50 Euro von XXX Lutz. Und außerdem gab es in der letzten, vorletzten Zeitung, irgendwann mal in der Zeitung mit bei, ne, in Käseblatt halt, ne, Sonntagszeitung, Gutscheine für das Restaurant oben bei XXX Lutz, ne. Und da, wenn ich bei Dings hier bin, ne, in dem Laden und vor allem, wenn wir Gutscheine haben, dann ist es richtig Pflichtveranstaltung, nach oben zu gehen ins Restaurant. Weil da die besten Palatschinken mit, steht auch tatsächlich Palatschinken, mit Kirschen und Vanilleeis. Die Dinger sind so mega lecker. Also haben wir uns wieder heute, waren wir ja wieder zu zweit nur, ne? Die Kinder sind ja nicht da. Dahingesetzt und uns jeweils eine Portion und dazu Käffchen gegönnt. Genau. Ich habe sogar was mitgenommen bei XXX Lutz und habe nichts dafür bezahlt. Wir haben sogar 2 Cent zurückgekriegt. Ich so kauft man gerne ein. Ja, Dirk hatte von irgendwas, keine Ahnung, ob der das jetzt zum Geburtstag, nee, einfach so. Ah nee, das war, weil wir uns beschwert haben, er hat sich beschwert, dass das Sofa keine 10 bis 12 Wochen, 8 bis 10 Wochen hat man uns gesagt. Und stattdessen war da 4 Monate, ne, bis wir das Sofa endlich gekriegt haben. Da hat er irgendwas hingeschrieben und dafür hat er dann Gutschein gekriegt. Ist doch auch gut, ne? Und den haben wir eingelöst. Ich zeige euch, was wir da mitgenommen haben. Also, hinterher waren wir noch bei Kaufland und ganz kurz beim Edeka, weil ich da was benötigt habe. Aber ich zeige euch als erstes, was ich im XXX Lutz mitgenommen habe. Und zwar sind das 2 gleiche. Moment, ich mache euch ein bisschen runter. 2 gleiche, aber eben unterschiedliche Größen. Ne? Solche Pfannen sind das mit Deckel. Ich nehme jetzt eine runter und zeige euch das einfach nur anhand der einen. Diese Pfanne habe ich mitgenommen von Elo. Alucast steht drauf, 28 cm Durchmesser und dieses Ding, irgendwo war das doch, hier kann man alles sehen, wofür es gut geeignet ist, ne? Also hier steht auch tatsächlich hochwertige Antihaftbeschichtung, leichte und schonende Zubereitung, ideal für den fettarmen, fettfreien Einsatz, sehr gut Wärmeleitung, einfache und schnelle Reinigung, Glasdeckel mit Aromaknopf, Spülmaschinen geeignet, backofenfest, für alle Herdarten geeignet. Ich habe ja eine Runde, ich sage es euch auch immer wieder, meine ofenfeste Pfanne, die ist nicht mehr so gut. Die muss leider auch entsorgt werden, weil die Beschichtung am Boden, auf der Innenseite der Pfanne, sich auch löst. Also diese schwarzen Pfannen oder Töpfe und so weiter, die sind leider so nicht unbedingt für Ewigkeit gedacht, ne? Und deswegen habe ich letztens schon immer wieder geguckt und geguckt und heute meinte, die waren im Angebot, die kleinere also insgesamt für beide Pfannen haben wir 49,98 bezahlt. Das heißt, wir haben 2 Cent zurückgekriegt für 2 Pfannen mit Deckel. Und da drin ist sogar in jedem ein gratis Pfannenschutz, ne? So dieses Ding da. Ja, also das war jetzt alles, was wir bei XXX Lutz mitgenommen haben.
Wir haben aber geguckt. Oh, ich zeige euch nachher, ich habe es ein bisschen aufgenommen. Ich habe da Massagesessel ausprobiert. So, ihr Lieben, ich liege hier auf so einem Massagesessel. Ne? Da oben ist so ein Teil. Und ich bin begeistert. Also ich will gar kein neues Wohnzimmer haben oder sowas. Ich will so ein Teil haben. Also wenn ihr jemanden kennt, der gerne so eine Kooperation mir anbieten will, ja damit, ich will so ein. Das Ding habe ich gerade auch ausprobiert. Genial. Mein Rücken wird gerade ordentlich durchgeknetet. Ich liebe dieses Teil. Oh, ich merke gerade aber, cool. Es klopft gerade ein bisschen an meinen Rücken. Die Dinger sind so geil. Entschuldigung. Da war einer, der macht wirklich alles. Der massiert sogar die Füße. Also wenn es Dirk da jetzt nicht schon mit den Hufen gescharrt hätte, ne, wäre ich wahrscheinlich da mindestens eine halbe Stunde liegen geblieben. Die sind sehr teuer, ne? 1600 und noch teurer, aber was für eine geniale Erfindung, ne? Also alles. Der eine macht sogar Arme und alle. Hey, ich will das Ding haben. Ich habe Jack auch gesagt, ich will kein neues Wohnzimmer, ich will lieber diesen Sessel. Natürlich nicht, ne? Also wenn, dann neues Wohnzimmer. So. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal schnell, was es noch im russischen Laden geworden ist. Ist nur diese Tasche. Auch keine Limonade oder sonst irgendwas, nur diese Tasche. Und dann einfach was bei Dings, bei Kaufland mitgekommen ist. Im russischen Laden habe ich zwei Stück, diese hier, einmal mit Rind und einmal mit Huhn mitgenommen. Ich wusste jetzt nicht, ob wann wir heute zu Hause sind, ob ich überhaupt was für morgen gekocht kriege oder nicht. Deswegen dachte ich, nimmst du mit, kannst man morgen auf die Schnelle was für uns mit Heißwasser übergießen. Aber ich koche gleich. Ich nehme euch gleich noch mit, wir kochen noch einen kleinen Topf Suppe. Mayonnaise, die leichte, die nehme ich immer mit, wenn ich da bin, weil, ja, die benutze ich dann auch. Zwei Tomaten. Eine so und eine so. Das ist beides Fleischtomaten. Ja. Sehen sehr lecker aus. Dann habe ich hier Zitronensäure, Limone Kislotan. Zwei Stückchen mitgenommen. Die kann man für alles benutzen, nicht nur zum Einkochen und so weiter. Dann habe ich noch Kefir. Eine Flasche eingepackt. Und ansonsten tatsächlich nur Süßkram. Ich habe dann an der Kasse noch gelacht, ne, also mal zum Alibi, ne, dass ich jetzt nicht nur wegen der Pralinen drin bin, ein paar andere Sachen noch mitgenommen. Meine goldene Linie logischerweise und die anderen. Also diese hier hat mir Xana mal zum Probieren mitgegeben. Das sind so Kühe dran oder Kälbchen. Die schmecken ganz gut und diese hier wollte ich ausprobieren. Das sind so Kaubonbons. Und die habe ich letztens mitgenommen. Die waren neu, finde ich. Für mich auf jeden Fall neu. Die sind sowas von mega lecker. Die Riegel. Das ist Schokolade mit Karamellfüllung. Einfach nur Bombe. So, und jetzt habe ich nur noch, fast nur noch Kaufland im Edeka haben wir, wollte ich Gutschein haben, ich erzähle euch nachher wieso. Da habe ich mir meinen Cappuccino mitgenommen, den hatten sie nämlich bei Kaufland nicht. Dann sprang mich im Vorbeigehen dieser Tee an bei Edeka und distilliertes Wasser. Da lief ein Mann durch die Gegend, hat gefragt, wo findet man das? Und dann fiel mir ein, oh, mein Kanister ist auch alle. Und das nehme ich zum Bügeln. Der hat es auch für seine Frau zum Bügeln gesucht. Das war jetzt die drei Sachen beim Edeka plus ein Gutschein, aber den zeige ich euch jetzt nicht, der ist in der Handtasche. Und jetzt Kaufland. Bei Kaufland hat Dirk für sich von Parkside diese, was ist denn jetzt, Japan-Säge mitgenommen. Ja, hat er wohl gebraucht. Dann haben wir, ist gerade im Angebot, La Mia Grande. Einmal Margarita und einmal vier Käse.
habe ich jetzt eingepackt. Dann, vielen lieben Dank für die Info. Deswegen sind wir auch mehr oder weniger zu Kaufland. Rein Rindsalami ist gerade für nur 99 Cent im Angebot. Ich habe 4 Packungen eingepackt. Für Raffi vor allem. Der nimmt das sehr, sehr gerne. Für 55 Cent auch hier Buttermilch habe ich mitgenommen. Dann für 2,49? 59? Weiß ich jetzt nicht mehr. Sind diese ganzen Rollen von Kopenrad und Wiese im Angebot. Haben wir Schwarzwälder Kirsch mit eingepackt. Dann muss ich für morgen nichts backen. Aber morgen Abend werde ich was backen. Die sind auch im Angebot. Ich habe die Lieblingssorte von mir mitgenommen. Das ist hier Wassermelone Erdbeerlimette. Schmeckt sehr lecker. Für die Suppe, die ich gleich... Irgendwie habe ich gerade was eingeatmet. Für die Suppe, die ich gleich kochen will, damit es schneller geht, Putenhackfleisch eine Packung eingepackt. Die war auch im Angebot. Dann hat Schatz im Angebot hier die mitgenommen. Eiersalat und Heringssalat. Das isst er total gerne. Und ich habe im Angebot mitgenommen Frischkäse. Französische Kräuter und Paprika-Chili von Mireille. Die sind gerade auch im Angebot. So, und dann haben wir jetzt nur noch diese Kiste. Also ich sag mal so, ganz so dolle gesunde Sachen sind hier nicht dabei. Ich habe eine Schachtel Pralinen mitgenommen. Benötige ich nämlich am Sonntag. Einmal Toast und zwar Chia Balance Sandwich. Das ist neu im Sortiment, war wenigstens auf dem Dicks Preisschild dran. Tee haben wir auch mitgenommen, einmal Rooibos und einmal 6 Kräuter. Ich habe eine Packung Eier dabei. Nur eine reicht erstmal. Dann. Meister Propper ist gerade im Angebot, Badreiniger. Habe ich 2 Flaschen eingepackt, einmal für oben, einmal für unten. Dann habe ich Wildkirsche, dies ist aber nicht im Angebot. Deswegen nur eine Packung Eistee von Pfanner. Mögen wir nun mal sehr gerne. 3 Gläser Eigenmarke Geflügelwürstchen, Reingeflügel. Dann Bohnen, weiße Langbohnen. Auch gleich für die Suppe für morgen. Dann habe ich hier einmal Tafeltrauben, rot, fernlos. Und Schatzel hat einen riesigen Sack Äpfel mitgenommen. Dann habe ich eine Packung Zucker und eine Packung Mehl dabei. Plus, das ist gerade auch im Angebot, diese ganzen... 5-Minuten-Terrine oder hier Nudelcups von Maggi. Ich habe jetzt hier 3 verschiedene 5-Minuten-Terrine. Ne, Spaghetti-Dings, der Bumster. Und einmal hier 2 auch verschiedene Nudelcup. Chicken und Ente. Also das habe ich jetzt so für die Kinder mehr oder weniger jetzt eingepackt. Und eine Flasche Freshenet-Sekt. Ist aber nicht für mich. Das will ich ja einmal betonen, dass das nicht für mich gedacht ist. Genau, das ist jetzt der kleine Einkauf. Es ist wirklich auch diesmal nicht der Rede wert. Wir liefen da durch den Kaufland und ich meinte nur noch, Mann, wenn das so ist, wenn wir zu zweit leben, dann ist ja voll langweilig. Der Wagen, wir sind fast aus dem Laden schon raus gewesen und der Wagen war immer noch, ja... Nicht mal halb voll. Naja, ist halt so. Jetzt räume ich das alles schnell weg. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich für uns für morgen noch ganz schnell Süppchen koche. So einen kleinen Topf. Also bis gleich. So ihr Lieben, ich habe mich umgezogen und ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet und eine Runde geheult, weil die Zwiebel so biestig ist. Ja. Ich habe alles schon fertig geschnitten, vorher geschält und auch gerieben, was ich jetzt für die Suppe brauche. Ich koche eine ganz schnelle, einfache Bohnensuppe.
Genau. Bohnensuppe, ich werde gucken, ob die beiden Dosen, aber ich denke, die reichen sogar. Wenn nicht, nehme ich noch eine. Eigentlich wollte ich so eine bunte Bohnensuppe machen. Das heißt, vielleicht nehme ich so eine kleine Dose Kidneybohnen noch mit rein. Aber fürs Erste auf jeden Fall nur die beiden. Das sind diese gerade eben gezeigt im Hall. Weiße Langbohnen. Es wird eine Bohnensuppe mit Hackbällchen. Genau. Und wir legen jetzt einfach mal los, damit es auch ja, heute noch fertig wird. So, hier ist ein Topf mit Wasser. Und da gebe ich, Kartoffeln rein. Die habe ich gerade klein geschnitten. Und wenn es etwas dicker wird, ich meine von der Konsistenz, ist auch nicht so schlimm, dann ist es halt ein Topf. Ist auch wurscht. Ja, einmal hier Kartoffeln. Und dann mache ich auch schon mal schnell die Hackbällchen fertig und gebe die gleich mit rein. Und in die Hackbällchen brauche ich nur Salz und Pfeffer. Mehr nicht. Einmal gut verkneten. Es ist auch nur ein halbes Kilo. Ich mache auch nur einen kleinen Topf. So ein 3 Liter Topf ist das nur. Von diesem Eintopf. Ich denke, das wird eher Richtung Eintopf sein. So, und jetzt forme ich einfach mal die Hackbällchen so groß, wie ihr das haben wollt, und gebe die auch schon erstmal hier auf ein Brett am besten. Und wenn das anfängt hier zu kochen, dann kann man auch schon gleich zu den Kartoffeln in den Topf reinlegen. So, die Hackbällchen sind geformt. Die packe ich jetzt mal kurz beiseite und kümmere mich um die Sajarka. Das kennt ihr auch schon von mir, dass ich die Zwiebel und Möhren immer extra anbrate, bevor ich die in die Suppe gebe. Also, was kommt bei mir noch alles eigentlich in die Suppe überhaupt rein oder in den Eintopf? Eine Zwiebel, eine Möhre, eine Stange Stangensellerie und eine Knoblauch, also Solo-Knoblauch gerieben. Genau. Das ist auch alles. Mehr kommt nicht rein. Und jetzt habe ich schon die Pfanne hier mit ein bisschen Öl angeschmissen und warte, bis das Öl heiß ist. Oder ich warte eher nicht. Ich gebe jetzt schon mal die Zwiebel rein. Darf die einmal hier anbraten. Genau wie die Möhren. Und ja, ist nicht viel, aber es ist eine Stange Stangensellerie. Das darf jetzt einmal anbraten ein bisschen und dann kommt es auch in den Eintopf mit rein. Knoblauch kommt zum Schluss in die Pfanne mit dazu, weil es so fein gerieben ist. Wenn ich das jetzt mit reingebe, verbrennt es, bevor der Rest überhaupt auch nur ein bisschen angebrutzelt ist. So, das hier wird langsam angebräunt und hier kocht schon alles im Topf. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal die Frikadellchen mit rein. Dann können sie auch kochen und ein bisschen Brühe halt abgeben. So. Hier geht es auch schon weiter. Das ist jetzt langsam etwas angebräunt. Also Knoblauch mit rein. Und ich gebe ein bisschen Tomatenmark mit dazu. Ja, so einen kleinen Klecks. Ein Esslöffel vielleicht. Und röste das Ganze noch ein bisschen an. Auch den Knoblauch. Also für mich, meiner Meinung nach, finde ich, dass das einfach besser schmeckt. Ich weiß auch, dass einige von euch das auch schon ausprobiert haben. Ne, vor mir kannten das nicht. Das mit dem Anbraten.
Mich würde interessieren, wie ihr das findet. Ob das jetzt euch auch besser schmeckt oder ob ihr keinen Unterschied merkt. Also ein paar Kommentare habe ich mal schon gekriegt, ne? So ein kleines Feedback, dass es ein paar von euch auffällt, ne? Dass der Unterschied da ist und dass es besser schmeckt. Aber die anderen können auch gerne mal ausprobieren oder wenn ihr das schon ausprobiert habt, mir eure Meinung sagen. So, ich mache jetzt hier die Pfanne aus und dann darf das eben noch ein bisschen mit Resthitze kurz weiter rösten. Das Gemüse. Und hier habe ich noch gar nichts dran, ne? Also weder Salz noch sonst was. Deswegen gebe ich jetzt erstmal ein bisschen Salz mit rein und ich gebe jetzt noch ein bisschen was von der Hühnerbrühe. Das ist diese Bio-Bouillon-Huhn von Norma. Jetzt habe ich einen Esslöffel mit reingetan. Ist ja kein großer Topf, deswegen reicht ein Esslöffel, denke ich, aus. Ja, guckt mal, die Hackbällchen, die behalten auch super die Form, ohne dass da irgendwas anderes noch mit drin ist, außer Salz und Pfeffer. Ja, ich mache jetzt die Hitze mal runter auf 5 ungefähr. Und lasse die ganze Geschichte noch ein paar Sekündchen kochen. So, jetzt ein paar Minütchen vergangen. Ich gebe einfach mal den Inhalt der Pfanne in den Topf rein. Und lasse das weiter kochen, bis die Kartoffeln durch sind. Noch sind die nicht durch. Also man kann es sehen, ne? Also die sind noch nicht ganz durch. Aber ich probiere einmal, ob ich genug Salz drin habe. Ja, wunderbar, perfekt. Und dann habe ich mich jetzt umentschieden. Ich habe jetzt eine Dose weiße Bohnen weggelassen. Dafür habe ich eine kleine Dose Kidneybohnen mitgenommen. Also ich habe jetzt diese beiden Dosen nur. Das reicht vollkommen aus, denke ich, weil der Topf nicht so groß ist. Ne? Das habe ich jetzt hier drin. Und wenn alles durch ist, also die Kartoffeln vor allem durch sind, obwohl fast durch sind die ja schon oder halb durch, ne? Ach, machen wir das gleich. So, jetzt haben wir hier eine Dose weiße Bohnen und eine Dose Kidneybohnen. Und die gebe ich einfach mit in die Suppe rein. Dann ein Lorbeerblatt oder zwei, je nachdem wie groß die Lorbeerblätter sind. Ich gebe jetzt 2. Ein bisschen Dill, aber das ist optional, ne? Also ihr braucht kein Dill reinzunehmen, wenn ihr den nicht mögt. Und hier habe ich Bohnenkraut. Davon gebe ich auch ein kleines bisschen rein. Also nicht zu viel. Ich mag, okay, wenn ihr das mögt, könnt ihr natürlich auch viel nehmen. Ich mag das nicht ganz so dolle. Und jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Und fertig. Ich habe jetzt keine halbe Stunde gebraucht mit Schälen und so weiter. Und die Suppe für morgen ist eigentlich auch schon fertig. Jetzt nur noch ein paar Minütchen noch blubbern lassen, bis die Kartoffeln durch sind und die Hackbällchen durch sind. Und dann haben wir, also Schatzi und ich, für morgen eine leckere Suppe für uns. Vielleicht sogar auch für mehr als nur morgen. Ja, und jetzt erzähle ich euch, wofür ich denn überhaupt da die Flasche Sekt zum Beispiel gekauft habe. Ja, wir wurden heute so ganz dezent kalt erwischt. Positiv, ganz lieb sogar. Wir waren schon, naja, eigentlich fast auf dem Rückweg, auf dem Weg nach Hause, wollten nur noch ganz kurz zu Kaufland eben die paar Kleinigkeiten besorgen. Wir waren schon fast bei Kaufland, da klingelte das Telefon, also mein Handy. Die Freundin von meinem Cousin, ihr wisst noch, vor ein paar Wochen hatten wir hier Besuch, wo ich auch noch so richtig aufgeregt war, ne?
dass ich meinen Cousin nach 20 Jahren endlich wieder gesehen habe und seine Freundin kennengelernt und seinen Sohn und so. Ja, die Freundin von meinem Cousin, die Irina, also liebe Grüße, hat mich angerufen und gefragt, ob wir was für Sonntag schon geplant hätten. Ich so, eigentlich nicht. Dirk saß ja neben mir, ne? So, hast du was für Sonntag geplant? Nö. Habt ihr Lust, zu uns zu kommen? Warum nicht? Also fahren wir am Sonntag, also übermorgen, Schatz und ich, nach Hannover. Also sie wohnen in der Nähe von Hannover. Ja, fahren wir nach Hannover. Einfach so mal, ganz spontan, unerwartet, ungeplant, ne? Also am Abend schon. Das heißt, ich habe nicht ganz so dolle irgendwie Zeit und Möglichkeit, irgendwas vorzubereiten. Ich wollte, wenn, hätte ich liebend gerne was aus dem russischen Laden, aus unserem russischen Laden für sie mitgebracht. Aber der war schon zu, als wir angerufen wurden. Da war ich schon vorhin gewesen, ne? Ich habe das ja vorher eben nicht gewusst. Jetzt überlege ich, was ich alles ja, so als Mitbringsel mitnehme. Mir sind auch schon ein paar Ideen eingefallen, deswegen, aber ich zeige das jetzt nicht, weil Irinchen auch meine Videos guckt, ne? Das mit der Flasche Sekt, ja, hat sie das halt gesehen, ist auch nicht so schlimm. Ja, ich habe ein paar Ideen im Kopf, werde ich dann morgen Abend umsetzen und ja, ich freue mich auch riesig, das ist eine riesen Überraschung, so ganz spontan, aber es hat sich wohl so ergeben, dass die Tochter von Arnold, von meinem Cousin, sie wohnt nicht mehr zu Hause, ne? Also die ist zwischen Christian und Manuel, genau in der Mitte zwischen den beiden, ein Jahr, ne? Die hat am 8. März Geburtstag, nach Manuel halt ein Jahr, nach Manuel. Und die kommt jetzt auch zu Besuch zu Arnold und ja. Und da ich letztens erwähnt habe, dass ich die schon eben auch genauso lange nicht mehr gesehen habe, ne, wie Arnold auch, und meinte, ja, dann werden wir zusehen, dass wenn sie da ist, dass ihr mal auch kommt. Und jetzt wurden wir eingeladen und fahren nach Hannover. Ganz spontan und unerwartet. Ich freue mich richtig. Ich werde auch meine Kamera mitnehmen. Kann aber nicht versprechen, dass ich irgendwas filme. Also wenn wir da jetzt, keine Ahnung, irgendwas unternehmen, spazieren gehen oder sonst irgendwas, dann ja. Aber ich glaube nicht, dass ich bei den beiden zu Hause filmen werde, außer die wollen das, ne? Aber ich glaube ich nicht. Genau. Also sieht's aus. Das wollte ich euch nur erzählen. Ganz plötzlich und überraschend wurden wir jetzt eingeladen. Und da wir nur zu zweit sind, müssen wir auch nicht irgendjemand anderen noch fragen, ob die Lust haben oder nicht. Wir haben einfach spontan im Auto entschieden, dann fahren wir halt nach Hannover. Besser als im Haus hier rumzuhocken, wenn das Wetter so bleibt. Ach, apropos Wetter. Die Kinder hatten heute da oben an der Ostsee ein paar Stunden regenfrei. Sogar Sonne ein bisschen. Und die waren tatsächlich endlich am Strand. Und Isabel und Flo waren sogar richtig schwimmen im Wasser. Die beiden anderen, wir haben noch mit Isi kurz uns unterhalten, ne, gelacht, die beiden Waschlappen, liebevoll ihre Schwester sie so genannt hat, ne? Christian und Raphael waren nur mit den Beinen im Wasser, aber Isi und Flo, die waren sogar richtig schwimmen. Ne? Ihr wisst ja, Isi ist hart im Nehmen. Die waren richtig im Wasser. Ich freue mich und ich hoffe und drückt mal bitte auch die Daumen, dass es jetzt bis Montag wenigstens noch ein paar Mal so sich ergibt, dass die Kinder auch am Strand die Zeit verbringen können. Genau. So, jetzt wollte ich nicht so lange labern, jetzt habe ich schon wieder so lange gequatscht. Genau, die Suppe ist fast fertig. So schaut die aus, die darf jetzt noch ein paar Minütchen blubbern. Ne, da sind die Bohnen, obwohl man könnte rein theoretisch tatsächlich noch Bohnen mit reintun, aber muss man nicht unbedingt. Und dann ist es doch eine Suppe, ne, und nicht ein Topf. Wunderbar. Sieht für mich schon sehr lecker aus. Wenn die fertig ist, zeige ich euch das Ergebnis.
Ich habe jetzt nämlich nebenbei noch Geschirrspüler ausgeräumt und so weiter. Ich räume jetzt den ein, was ich hier gerade gebraucht habe, räume das Geschirr, was ich gerade ausgeräumt habe, in die Schränke ein. Und dann ist die Suppe auch bestimmt schon fertig und ich zeige die euch. So, ihr Lieben, das ist jetzt die Suppe. So schaut's aus. Also ich habe jetzt extra für euch was auf dem Teller getan, um euch das zu zeigen. Hier ist der Topf. So schaut die Suppe aus. Schnell, lecker. Was will man mehr? Genau. Ich habe auch schon hier alles verräumt, in den Geschirrspüler reingetan und hier auch das Geschirr, was hier sauber stand, im Schrank und so. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Genau, mehr kommt heute auch nicht durch Haushalt, was wir so ein bisschen gemacht haben, habe ich euch gar nicht mitgenommen. Dirk war heute Vormittag, als ich beim Physio war, sehr mutig und hat die Wäsche, also Bettwäsche, die ich gestern abgenommen habe, draußen aufgehängt. Also so richtig draußen. Und die wurde heute natürlich ein paar Mal schon durchgespült. Ich hoffe, die wird irgendwann mal trocken. Mal sehen. Auf jeden Fall, wir haben hier und da ein bisschen was gemacht, aber nichts Weltbewegendes irgendwie. Nicht so wie gestern, ne? So riesen Aktionen mit Schrank ausmisten und so. Ich habe ja auch einiges noch vor mir. Ne? Ein paar von euch haben mir geschrieben, dass ihr das auch noch eigentlich machen müsst und dass es bei euch eventuell mehr sein würde sogar. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe eigentlich den ganzen Schrank ausgemistet, nur ein paar Türen. Ne? Ich habe ja einen fünftürigen Schrank und da sind alles nur meine Sachen drin. Aber das sind Sachen vom ganzen Jahr. Ne? Also ich sortiere nicht im Frühling die ganzen Wintersachen aus und Sommersachen rein. Das hängt da das ganze Jahr über alles. Oder liegt dann. Ne? Also deswegen, ein bisschen was habe ich da auch noch vor mir, aber nicht jetzt, irgendwann mal später. Ich nehme euch dann auch mit, wenn es soweit ist. Genau, und für heute war es das. Ein bisschen Haul, ein bisschen Kochen, ein bisschen erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen ein super, super schönes Wochenende. Mit hoffentlich wenigstens ein bisschen besserem Wetter. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!